Okay, wir gucken, was bei Need to Know abgeht. Ich will endlich sein verdammtes Gesicht sehen. Let's go, rein in die Masse. Ganz wichtig, falls ich mein vorheriges Video noch nicht gesehen habe. Hab ich gesehen, Fresse! Wir haben hier vier Kandidaten in einer Reihe. Einer davon ist Need to Know. Drei sind Lügner. Oh Gott. Im Laufe des Videos werden den Kandidaten fragen. Die Lügner werden doch am Ende erschossen, oder? Die Lügner werden doch erschossen, ne? Aufgaben und Challengers gestellt. Und ihr, die Zuschauer von Need to Know, okay, geil, müsst erraten, wer von den vier der echte ist. Und einer von den vier ist es. Drei Lügner sind. Ja. Und demjenigen, ja, wofür ich habe letztes Mal gesagt, die drei. Ich habe gesagt, Nummer drei wird ist das es. Gesicht im nächsten Video gezeigt. Okay. Also, es liegt ganz an euch. Kennt ihr Need to Know gut genug? Werdet ihr ihn finden? Ich wünsche euch auf alle Fälle viel Glück. Okay, zeig her, komm. Let's go, rein in die Masse. Mein Name ist Elias. Na, ich bin der Elias. Ja, hi. Elias, ich bin der Thilo. Oh, Junge. Epic, Alter. Team Brot. Brot. Hängt das überhaupt irgendwie noch sicher im Gesicht rum? Eine Aufgabe. Mach. Hör auf mit dem Brot. Ich sag immer nein, aber die Leute fragen mich immer, wie genau es ist. Wie geil die Musik auch abgemischt ist, man versteht gar nicht, was die sagen. Wie geil. Für mich ist eindeutig der Junge mit dem roten Pullover. Team Heizung? Ja. Ich bin Team, ich bin Kandidat 3. Mastery Stufe 7, danke für den Zap. Ja, Team Heizung, Team Heizung. Ich sag's euch, Jungs, es ist die 3. Ja, es ist die 3! Der Mann hat recht! Der Mann hat recht hier, der hat recht. Der hier. Achtung! Es ist die 3. Der Mann hat recht. Ich geb dem Mann recht. Der hat recht. Was der gesagt hat. Es ist die 3. Es ist nur einer. Ey, das ist gar keine Ausnahme. Was für ein weiser Mann. Hallo. Digga, deutsche Spielfilm. Hallo zusammen. Schön, euch wiederzusehen. Moin, moin. Ja, hi. Ist auch schön, dich wiederzusehen, obwohl ich gerade nichts sehe. 30.000 Leute haben abgestimmt, für wen sie denken, der echte Need to Know zu sein. Erzähl mal, wer denkst du, das gewonnen hat? Also, ich tippe ja eigentlich zurzeit sehr, sehr hart auf Thilo. Also, ich hoffe ja ich, aber eigentlich kann das gar nicht sein, weil ich ja ich bin. Fangen wir an. Okay, let's go. Gönn dem Heizungsmann. Hör auf mit dem Nein, Kevin darf nicht spielen, Gott. Wieso sitzt diese Tab? Was macht die da? Warum sitzt die da so? Okay. Auf dem letzten Platz mit 3.372 Stimmen von insgesamt 32.000 okay. Einsendungen steht Team Brot! Hey! Das ist schlecht. Der ist es auch nicht, Leute, der ist es auch nicht. Nice. Meine Zuschauer haben beschlossen, dass du auf jeden Fall nicht Need to Know sein sollst. Willst du irgendwas dazu sagen? Ja, Schande über euch! Dein Brot fällt wieder ein. Hallo. Ich weiß nicht, wie mein Face Reveal anfängt. Okay. Guten Tag, Leute. Es ist ja auch nicht super eher, ne? Super funktioniert, perfektes Timing. Okay, dann hör es mir mal auf. Nimm deine Brotmaske. Endlich. Aber der Gewinner wird doch revealed. Warum revealen sich jetzt alle? Das ist doch voll das dumme Format. Das ist sein Bruder. Ein chilliger Typ, aber. Chilliger Dude. Lag die richtig und ist der einer von den drei Lügnern? Oder lag die falsch und ist er der echte Need to Know? Willst du noch, bevor wir auflösen, irgendwas sagen? Bevor wir auflösen? Ja, also jetzt wird gesagt, ob du Need to Know bist oder nicht. Ah, vielen Dank, Leute, dass ich mitmachen durfte. Es hat sehr viel Spaß gemacht, dabei zu sein. Ja, ihr werdet jetzt sehen, ob ich der echte bin oder nicht. Nein, ist es nicht. Eins. Ist nicht Need
Nitunau. Erschießen! 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 Stell dich mal vor, wer bist du? Ja, moin. Mein Name ist Jonas. Ich bin jetzt leider nicht der Nitunau. Ich bin sein Bruder. Normalerweise mache ich nicht sehr, sehr viel mit Videos. Ich beschäftige mich eher mit Musik. Mit Straßenmusiker. Wenn gerade mal kein Corona ist, dann trommel ich auf Töpfen und fahre auf die Straße. Geiler Typ, geiler Typ. Skate ein bisschen. Bin Student. Studiere gerade Elektrotechnik und... Der studiert mindestens in Aachen. Nina hat dir einen Kommentar geschrieben. Ich möchte mal wissen, was du dazu sagst. Ja, bitte sehr. Denn seine DMs werden jetzt geflattert, Alter. Sei bitte nicht der komische Brotman, der ist so hässlich. Ich finde nicht. Ja, vielen Dank, Nina. Ich finde ihn süß. Weißt du, sehr zu schätzen. Der wird jetzt, der wird so viel Pussy jetzt bekommen. Ego gepusht. Danke dafür und ja, ich hab euch trotzdem lieb. Es gab auch so einen Kommentar über, ich bin der 60-jährige Opa, der, ja, nee, das war's. Ich bin aber nur ein 60-jähriger Mann, stand da. Ja. Das war's. Okay, machen wir weiter. Zwei sind Lügner, einer ist Nitunau. Okay. Ich sag immer nein, aber die Leute fragen mich immer, wie... Nee, glaub ich nicht. Glaub ich nicht, dass er es ist. Er wird's auch nicht sein. Suche. Das ist der mit dem roten Pullover. Ich hab es durch die Armbeuge herausgefunden. Ach, Unge, halt's Maul. Glaube nicht, nee. Auf dem dritten Platz mit 3667 Stimmen und 11,4% steht Kandidat 2. Oh nein, ist okay. Ich bin nicht letzter geworden. TJ Beast Boy, einfach deutsche TJ Beast Boy. Willst du irgendwas sagen, bevor wir dein Gesicht... Ja, es muss Heizung sein, Leute, klar. Nö. Der Arme, der zieht alle so in die Öffentlichkeit. Team No Mask ist auch ein ganz schwieriger Hashtag in meinen Augen zu Zeiten von Corona, wenn man ehrlich ist, Leute. Voll die Hübschen alle, mashallah. Ist Kandidat 2 doch der echte Nitunau? Oder habt ihr es geschafft, einen weiteren Lügner zu entführen? Kandidat 2 ist nicht Nitunau. Ah, geil. Okay, ich bin nicht Nitunau, alles klar. Ja, ich bin Daniel und ich studiere in Aachen. Ich wohne mit Jonas und Tilo zusammen. Ich wusste es. Die kommen alle aus Aachen, Digga. Das sind alles so richtige Aachen-Studenten. What the fuck, Jungs? Nehmt ihr Drogen, lass mal in Aachen treffen und Drogen nehmen. Sau chillig mit Julian Bam und Rezo. Und ja, ich mache keine Videos im Internet. In meiner Freizeit mache ich ab und zu ein bisschen Sport oder ich spiele Gitarre, ich zeichne gerne. Voll viele haben kommentiert, dass du voll sympathisch bist und so und du solltest mal YouTube-Videos machen oder streamen. Ja, ich weiß. Ich hab auch überlegt, ob ich irgendwie meinen Instagram-Account angebe oder so, aber ich weiß nicht, ich bin nicht so der Social-Media-Mensch, glaube ich. Ja, schade. Voll viele Leute stehen auf dich, wie du bestimmt schon weißt. Ja, ich habe mich auch mega gefreut. Also es hat echt Bock gemacht, so ein bisschen durch die Kommentare zu lesen. Also hat schon mein Ego auf jeden Fall ein bisschen chillig gepusht. Also danke fürs Wählen und danke für die netten Kommentare. Aber tut mir leid, ich bin kein Social Media Mensch. Korrekt. Mir alles egal, die ersten beiden sind mega attraktiv, ich will lieber von denen ein Face Reset. Sind so assi Kommentare manchmal bei. Und ich habe auch in meinen Instagram-DMs, haben mich voll viele Mädels angeschrieben und gefragt, ob sie deine Nummer haben können. Oh mein Gott, oh, es tut mir leid, Elias. rein da, ja, kommt aus Aachen, Jungs. Oder hier hat jemand gesagt, ich wünschte, es wäre Kandidat 2, weil er sexy ist, aber es ist leider Kandidat 3. Oh mein Gott, aua. Warum seid ihr alle so gemein zu mir? Oh Leute, jetzt geht's los, das Finale. Einer von den beiden ist der echte Nitunau und... Wieso ist der Typ im Finale? Hallo. Ich hab doch tausendmal gesagt, dass ich nicht Tilo bin. Ich bin nicht Tilo. Einer von den beiden ist Nitunau. Einer ist der letzte Lügner. Warum genau hat sich jetzt eine Lenkweizung im Ding? Ja, morgen. Ich bin der Tilo. Ja, hi. Ich bin Elias. Die Arme sehen, die sind behaart. Das sieht man hier nur nicht. Imagine, er hat seine Arme komplett rasiert. Ja.
Das kann sein. Auf dem zweiten Platz mit 11.520 Stimmen steht Silo! Ja! Hast du ja nicht gewonnen jetzt. Naja, aber ist auch gut. Zweiter Platz ist auch gut. Silber. Nein. Naja, wie dem auch sei. Dann zieh mal deine Maske ab. Hallo. Hä? Ich glaube, ich habe den schon mal gesehen. Hä? Das kann ja nicht sein, oder? Wer bist du? Stell dich mal vor. Kann das sein? Nee, kann nicht sein. Ich bin Thilo. Ja, das wissen wir schon. komme aus Bielefeld, 25 Jahre alt und studiere. Aachen Elektrotechnik, ne? Korrekt. Hättest du... Hä? Der studiert? Ein Kollege von mir? Akani, jetzt reicht's mir! Das Ding ist, ein Kollege von mir studiert halt auch in Aachen E-Technik. Wisst ihr, was ich meine? Ich hab dem so Sachen beigebracht, der kann so im Kreis laufen, ja. Der studiert auch in Aachen E-Technik und der ist auch 24. Also, ich hab das Gefühl, als hätte ich die alle schon mal gesehen. What the fuck? Fäuser, bist du noch hier im Chat? Hast du damit gerechnet, dass so viele Leute... Doch, da bist du. Fäuser, kennen wir den? Der kommt auch aus Aachen. Kennen wir den, Fäuser? Kennen wir den? Kann es sein, dass der bei Marc im Studiengang ist? Ich hab den schon mal, dass wir den auf einer Party schon mal gesehen haben oder so. Ich schwöre, der sieht so aus. Der kommt mir nicht bekannt vor. Ja, okay, dann nicht, egal. Stimmt, obwohl du gesagt hast, dass du nicht so bist. Sieht ein bisschen aus wie Max, ja, nein. True. Natürlich nicht, aber du hast dann auch so ein bisschen einen Anreiz natürlich gegeben dann, als du gesagt hast, dass sie auf jeden Fall nicht für mich abstimmen sollen. Also finde ich schon gut. Dein Gesicht ist irrelevant, will das von Thilo falsch geschrieben sehen. Ja. Kann man jetzt aufhören mit dem Video, oder? Also, dich will ja eh keiner mehr sehen. Wie sind denn diese Kommentare Gleichgange zu meinen? Hier sagst du einfach nur, dass ich hässlich bin. Und die wird die ganze Zeit gefeiert. Bei dir, ich hab nichts anderes gespeichert. Chillig, ich will in der WG Heroin nehmen mit denen, ja. Ja, toll! Und somit ist es entschieden, der Typ mit der Heizung bin ich. Ihr lagt richtig, wirklich, gut gemacht. Wow, krass, Applaus. Also, krass. Viele Leute hatten gute Was? Theorien, die haben das echt richtig krass gemacht. Imagine, ich kenne den jetzt. Macht auch sehr, sehr viele Leute sind in meine Falle getappt. Ich habe mir extra für diesem Video meine Arme rasiert, damit man nicht erkennen kann, wer ich bin. Aber dann auf einmal kommt so ein Streamer, keine Ahnung, wer das ist, und macht hunderttausende Leute darauf aufmerksam, dass ich meine Arme rasiert habe. Digga, Simon. Unge, Alter, der rasierende Boss. Weil viele Leute sich gewünscht haben, dass ich in diesem Video nicht nur mich zeige, wie es geplant war, sondern alle Kandidaten, habe ich jetzt dieses Video gehasselt. Also ich habe die letzten 3 Tage nicht geschlafen. Das ist eure Schuld, wegen solchen Kommentaren habe ich das jetzt müssen gemacht. Wir noch mal warten. Ihr verunsichert mich, hört auf damit. Ich mache hier 5 Jahre Videos und auf einmal in einem Video kommt so ein random Typ und trinkt Mayonnaise und dann sagt ihr, dass er meinen Kanal übernehmen soll. Wie gemein ist das bitte? Weil auf Zuschauerwünsche jetzt alle Kandidaten gezeigt wurden, hatte ich dementsprechend absolut keine Zeit mehr, mein eigentliches Facecam-Video aufzunehmen. Deswegen, das Video dauert schon 10 Minuten und mein Facecam-Video war eigentlich geplant, dass es auch so um die 10 Minuten dauert. Deswegen wird das am 20.01. um 19.10 Uhr jetzt kommen. Noch mal sein, warten. Nein, wir wurden gebaitet. Irgendwann um 19.10 Uhr Nein. wird das dann kommen. Aber weil ich es versprochen habe, werde ich mich jetzt trotzdem zeigen, oh. aber halt mit Bildern. Also falls ihr nicht Warte. Sehen wollt, wie ich aussehe, Doch, dann wollen wir jetzt abschalten. Wollen wir sehen. Das nächste Video wollen wir sehen, oder? Anschauen. Chat, wollen wir sehen oder nicht, Chat? Wollen wir sehen oder nicht? Ja, ihr Dreckigen, ihr seid alle so dreckig seid ihr. Ihr seid einfach dreckige seid ihr. Wir gucken rein. Die Bilder kommen jetzt. 1, 2, 3. Wie süß! Was für ein Süßi! Hä? Der kommt mir auch bekannt vor, das kann doch nicht sein! Ich schwöre, ich habe schon mal mit dem in Aachen gesoffen. Das kann doch nicht sein! Das kann doch nicht sein! Ja, das bin ich. Ich bin nicht fett. Ich bin auch nicht groß und dünn. Ich habe auch keine Lego-Haare, okay? Das sind... Wehe! Irgendjemand sagt jetzt immer noch, dass ich Lego-Haare habe. Okay, Leute, das Facecam-Video ziehen wir jetzt auf jeden Fall rein. Ganz liebe Grüße. Mich würde wirklich mal interessieren, ob wir jetzt schon mal irgendwo gesehen haben, weil die
gleiches Alter und gleicher Studiengang wie Kollegen von mir haben. Aachen Connection Israel. Ja, Leute, was soll ich sagen, Alter? Interessantes Video auf jeden Fall. Sehr, 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 sehr geil. Definitiv. So.